So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben einen weiteren Prime Chuck vorbereitet. Eigentlich müsste es der letzte Prime Chuck sein, weil das die letzte Sorte, die letzte Flasche ist, die ich hier habe von Sorten, die nicht doppelt oder dreifach sind, aber gestern Abend, das hat mir keine Ruhe gelassen, lag ich im Bett, habe alles durchforstet, Amazon, eBay, eBay Kleinanzeigen, Google Produktsuche und ich habe schon wieder drei Sachen entdeckt an Prime, die ich mir bestellt habe. Das waren echte Schnäppchen. Ich hoffe, es kommt auch wirklich das an, was drauf stand, dass das nicht irgendwie verarsche Abzocke ist, aber das ist erstmal der letzte Prime Chuck, den ich jetzt hier zu Hause habe und das müsste eigentlich auch was Besonderes sein. Hab von vielen gelesen, dass es das nur in ausgewählten Gebieten gibt, also das müsste auch ein Rare sein, kein Ultra Rare, Rare vielleicht, keine Ahnung. Ich habe das irgendwie im Internet bei eBay Kleinanzeigen auch geschossen von jemandem, der das günstig verkauft. Das ist das Austin Matthews Prime und so wie es aussieht, könnte man denken, dass es auch wieder ein Baseballspieler ist, also nicht nur generell eine ganze Mannschaft vertreten, wie beim Fußball oder so auch, oder Baseball, sondern auch eine einzelne Person, ein einzelner Spieler. Wenn das kein Baseball ist, dann schreibt es mal rein, was das sein soll. Hier habt ihr wieder diesen Kackboden, weil das wieder nichts Deutsches ist, aber mittlerweile habe ich auch gemerkt, auf diesem Boden kann man besser stehen. Und das erste Mal, dass auf so einer Ami-Flasche eine Angabe ist vom Geschmack, denn bei allen anderen stand gar nichts drauf und irgendwie hat alles gleich geschmeckt plötzlich. Hier steht aber drauf Blue Raspberry. Und Blue Raspberry müsste blaue Himbeere sein. Und das ist richtig eine Vorgabe, an die man sich jetzt halten möchte. Der Prime-Schriftzug ist auch leicht anders, also alles ist gleich, außer das R, denn das R ist richtig rund gelutscht. Wir halten es die Kamera nochmal kurz so rein. Das ist also das Austin Matthews Prime. Ich werde das jetzt mal öffnen. Werde der Mama, also dem Muttertier, das sitzt da hinten rum, wieder einen Schluck hier einfüllen. Ich selber werde auch einen Nipper aus der Flasche nehmen, dann den Rest der Flasche in dem Ernesto-Glas trinken. Und es sieht halt aus wie immer. Es sieht einfach aus wie Kokoswasser. Das ist ja auch auf Basis von Kokoswasser. Die Katzen drehen wieder durch. Aber schmeckt das jetzt nach blauer Himbeere? Und schmeckt blaue Himbeere anders als rosane Himbeere? Man weiß es nicht genau. Wir probieren jetzt mal den Austin Matthews. Oh! Molly, Schatz! Los, Adi, schnapse dir! Keiner mehr da, gut. Die müssen das immer machen, wenn man aufnimmt. So, es riecht erstmal nach nix. Ich schmecke jetzt auch keine Himbeere raus. Also mich erinnert es gerade nicht an Himbeer. Ich muss es erstmal einschenken. Wir schenken es ein, wir gucken es uns nochmal an. Vielleicht liegt es auch immer noch an meinem Schnupfen ein bisschen. Man kann ja auch keine Tastings machen, wenn man verschnupft ist. Das Austin Matthews Prime, jetzt hier eingeschenkt in dem Glas. Guckt es euch an, wie schönes Kokoswasser. Ich nehme mal nochmal einen kleinen Nipper aus dem Glas. Erinnert mich immer noch nicht an Himbeere, weder rosa noch blau. Es ist trotzdem irgendwie wieder süßlich-fruchtig, okay, aber nicht wie eine bestimmte Frucht, die ich kenne. Irgendwie auch wieder was, Brausetablette, Apotheke, aufgelöst, also irgendwie alles in so eine Richtung, alles natürlich wieder ohne Kohlensäure, ohne Zucker, es muss gesund sein, aber es schmeckt halt wirklich wie so Nahrungszusatz, Getränke, Vitamin, Gepansche, was okay ist, wenn man mal ein Glas trinkt. Aber den ganzen Tag, nein, da fehlt mir trotzdem irgendwie Kohlensäure. Also es schmeckt ganz gut, es ist was anderes, aber könnte ich nicht die ganze Zeit. Was macht ihr denn, Mann? Was seid ihr denn bekloppt? Wir chucken das jetzt mal kurz weg, das Muttertier möchte nämlich auch mal probieren. Mal gucken, was die dazu sagt, ob die da einen anderen Geschmack hat als ich. So, sorry, Molly hüpft gerade noch runter. Guckt euch das Glas an. Das Glas ist auch beschlagen. Es
kommen davon, wenn man die Videos immer alle zwischen Tür und Angel drehen muss, wenn du nur 5 Sekunden Zeit hast, ganz schnell noch was aufnehmen willst und alles chaotisch ist. Wir nehmen das jetzt mal schnell mit. Wir gehen mal zum Muttertier. Sagen hier Muttertier, einmal für dich. Also, probier mal, wie das schmeckt. Da reicht doch so. Adi, Schatz. Adi, was machst denn du da mit der Molly? Was macht denn ihr da die ganze Zeit? Was ist denn das für ein Kabel? Jetzt muss ich wieder zurück. Molly, das ist er hier. Guck sie dir an. Da ist er weg. Jetzt kriegt sie da hinten rum. Mache die ein saustalliges Lärmgeräusch im Hintergrund. Was? Nee, ist für mich nix. Nix? Warum? Nein, weil es zu süß ist. Zu süß? Ist einfach süß. Ist gar kein Zucker drin. Ist egal. Guck dir das an. Guck sie, da ist er. Hast du jetzt die blaue Himbeere rausgeschmeckt? Erstmal kenne ich keine blauen Himbeeren und zweitens mal, ja, ein bisschen Himbeergeschmack, das kann sein, ja, aber nee. Das kann sein, sagst du. Kann sein, aber... Wieder ein zufriedener Kunde, wieder Himbeere bisschen rausgeschmeckt, ja, aber gar nicht, doch alles in einem. Ich bin gespannt, ich feiere trotzdem die Flasche. Es ist auch so ein One-and-Only-Ding, du kaufst das einmal, du testest das einmal, du bist gespannt, wie es schmeckt, du stellst dir die Flasche in den Schrank, weil ich die irgendwie cool finde und sammeln möchte, wie andere Pokémon sammeln. Nochmal kaufen, das muss nicht sein, einmal getrunken und gucken, was erwartet dich diesmal. Das ist wie eine Sucht, also nach der Pokémon-Sucht, nach der Samyang-Sucht, jetzt also die Prime-Sucht. Momentan bin ich auf Suche nach dem Barcelona Prime. Aber das ist auch das günstigste, habe ich gesehen. 35 Euro auf eBay Kleinanzeigen. Ist mir eigentlich noch zu teuer, nicht, dass es dann zu uns kommt. Jetzt aber erstmal warten, bis die drei anderen da sind, die ich gefunden habe, die ich bestellt habe. Und dann irgendwann muss ich die Katzen mal irgendwo, damit die hier nicht immer so, ne? Das bringt ja die Zuschauer ganz außer. Seht ihr ja bei mir auch. Ich war auch mal Zuschauer. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Prime Chuck.